Was haben wir denn hier für ein Versteck? Nur Glas. Vorratskiste, Glukanister und Rotpatron. Zwei Stück. Naja, toll. Zwei. Ein Dings, den haben wir, den haben wir. Hier. Yeah. 9. 7. 6. Und die 8. Wir haben den Tresor gefunden. Wow. SI-Dingsbums, warte mal. SI. Bei Telepathie ist ein Zeiger. Fernmanipulation, Maschinenkontrolle. Wo ist denn jetzt hier? Müsste sowas für die Gesundheit geben, dass man die Gesundheit langsam reparieren kann hier. Naja, gut. Dann, genau, das ist die Karte. Zack. Haben wir gefunden. Alex Smith. Jetzt können wir auch ganz normal rein. Okay. Wenn alles so schlimm wird, wie ich befürchte, bleibt dir nur noch die Flucht. Du musst bekannt machen, was auf der Talos 1 passiert ist. Alex hat eine private Fluchtkapsel. Sie ist verschlossen. Ich habe einen Zweitschlüssel auf dem Datentower neben dem Stuhl versteckt. Du weißt schon, welchen ich meine. Es steht diesmal mehr auf dem Spiel als unser Leben oder die Station. Wenn auch nur eine dieser Kreaturen zur Erde kommt, dann war's das. Ich habe immer diesen Traum. Ich starre in die Leere zwischen den Sternen. Da ist etwas dort draußen. Ich weiß es. Ich kann es nicht sehen. Aber es sieht mich. Ich spüre seinen Hass. Ich weiß, du weißt, wovon ich spreche. Oder wirst es bald. Genau. So. Dann haben wir das erstmal. Dann haben wir jetzt hier. Suche in Alex Zimmer nach dem Fluchtkapselschlüssel. Okay. Oh, müssen wir wieder runter in die Besatzungsquartiere. Da wieder hin. Okay, und genau, beim letzten Mal oder vorletzten Mal, wo ich einmal da war, konnten wir ja nicht in sein Zimmer rein. Haha, aber jetzt haben wir den Schlüssel. Dralala. Gut, aber hier ist auch noch irgendwo dann halt unten, klar, das Gewächshaus. Und da Halssülze und eine Banane. Banane und sowas. Ein Apfel kann man mal essen. Da haben wir den Bananenpudding. Oh, lecker, ey. 29 Bananen. Halleluja. Kann ich nicht alle 29 essen? Das ist. Steht 5 gesunder wieder her. Ja. Haben wir auch wieder einen Platz frei. 12 nur, Alter. Ist das Wahnsinn. Von den anderen haben wir alle viel zu viel. Ich kann keine 29 Bananen essen. Ich kann hier keine 8 mal Nudeln essen. Das geht auch nicht. Ich nehme erstmal 2 von den Nudeln. Mal gucken, wie hoch wir jetzt denn da kommen. 65, 66 und so weiter. Gut. Hier geht es so nicht weiter, aber andersrum.
So, hier oben. Ach, dann haben wir jetzt die Brücke ausgefahren. Normal wäre man da gar nicht hochgekommen dann. Alles klar. Wir haben die Brücke ausgefahren. So, wo gucken wir jetzt hier durch? Wohin? Oh, wir sind ganz nah am Mond. Entweder bewegt er sich oder wir bewegen uns auf dieser Station hier. Wow, und die Bananen da, Dinger, die kommen immer noch hoch. Ah, gut. 99. Ja, jetzt könnte man mal so eine Minute warten oder zwei. Vielleicht kommt ja noch was vorbeigeflogen. So nach dem Motto, ja, wenn du lange wartest, dann kriegst du was zu sehen, aber ich glaube es eher weniger. Da ist jetzt die dunkle Seite des Mondes. Kommt kein UFO, kein Marsmensch oder sowas. Keine Enterprise. Auch kein Geheimcode oder sowas. Dass da eben was geschrieben steht. Nö. Da scheint nichts zu kommen. Dann gehen wir wieder zurück. Die Terraforming, die hatten wir, glaube ich, schon mal. So, dale, so, dale, so, dale. Alter, ich sehe hier kaum noch was, weil die Sonne jetzt hier so rein scheint und ich habe da schon was davor gemacht. Moment hier. So. Wieso war das da eben geleuchtet? Guten Morgen, Carlos. Guten Morgen. Unser Stationspsychologe Dr. Cole bittet alle Mitarbeiter, die unter Schlafstörungen, chronischem Stress oder Angstsymptomen leiden, einen Termin im Traumazentrum auszumachen. Ja. Irgendwas muss ich auch noch bei dem Gewächshaus machen, aber wow, wo kommen wir denn hier jetzt hin? Ach, da hat die eine Fluchtkapsel. Erschreck mich doch nicht. Wir haben sein Armband gefunden. Wieso werden diese Armbänder nicht abgespielt? Das hier sind aber auch keine Armbänder. Das ist seltsam. Findet man halt was und dann wird das nicht abgespielt. Vielleicht geht es nicht, aber wow. Das letzte Mal da unten, Alex Yu. Da muss man dann hinten in sein Zimmer. Gut. Und sonst. Hier sind die Notizen, hier ist auch nichts anderes aufgelistet. Keine Armbänder. Nun gut.
Oh, war ja 13 haben wir. Was könnt ihr mir denn da noch machen? Stoffwechsel, verdoppelt die Dauer des wohlgenährten Bonus. Und verdoppelt den Verzehr von der Nahrung. Wenn ich was essen tue, kriege ich dann mehr als normal dann bis jetzt. Mediziner könnten wir machen. Gut, das hier unten jetzt nicht. Reparatur 3 habe ich bis jetzt noch nicht so oft gesehen. Meistens nur Einer und Zweier, die wir reparieren können, aber Dreier, das ist jetzt so gut wie gar nicht. Da könnte ich meine Schlagkraft verbessern. Wir könnten einmal die Ausdauer verbessern. So. Meine Rohrzange. Was hätten wir denn noch da? Schusswaffen erhöhen. Gut. Können wir mal machen. Dann haben wir noch 6. Ausdauerschub. Erhöht deine Ausdauer auf 125. Ausdauer erhöhen. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Tja. Ah ja, das andere wäre hier die Gesundheit. Brauchen wir 8. Okay. Machen wir erstmal die Ausdauer erhöhen, dass wir mehr Ausdauer haben. So. Mit dem Laufen bin ich im Moment noch zufrieden. Gut. Dann machen wir genau Alex Zimmer suchen. Klar, wir wissen, wo es ist, aber bei den Besatzungsquartieren. Das heißt, wir müssen erstmal wieder runter. Moment, ich speichere erstmal. Können wir hier was machen jetzt? Nein. Genau, EP101. EP101. Das hatten wir doch. Gut, auf jeden Fall habe ich da gerade noch was von gesehen, gehört, wie auch immer. Ups, da war noch ein Anzug-Reparatur-Kit. So, dann, ja. Uah. Ich glaube nicht, dass wir da einfach so lange schweben können. Man kann es ja versuchen, aber Goodie, 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 good. Gesehen.
Wer flimmert da rum? Ach der. Nö, wenn brauche ich einen, der mich heil machen kann, aber. Ups. Okay. Aber da auf dem Weg zu den Quartieren, da war ja auch noch einer, habe ich jetzt hier gefunden. Gut. Und wieder zurück. Und ich denke mal, wenn wir denn da in den Zimmer drin sind von Alex, werde ich erstmal eine Pause machen. Ja. So. Ja, die Sonne ist auch schon ein kleines Stück gewandert wieder. Ich blende das nicht mehr so. Blub, 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 blub. Ja. So, dann komm. La la la, bam bam, la la la. Jo bi do bi do bi do bi do. Los, komm. Jawohl, so. Genau, hier war ein. Schön, Sie zu sehen. Ja. Diagnostiziere blaue Flecken, Abschürfungen, Erschöpfung. Nichts Lebensbedrohliches. Bitte halten Sie. Ja, halten Sie. Da oben ist man hin. Wir müssen nach oben. Noch weiter höher. Noch weiter höher. Hier geht's aber nicht weiter hoch. Kommt doch bestimmt dann raus, wenn wir hier was gemacht haben. So, Alex, you. Ja. So, du Mistvieh, du. Hast du nicht mit gerechnet, ne? Nein. Ich habe mehr aus... Ah, wieder Neuraum, war super. Anerkennungsprogramm. Ja, da war eine Leistung belohnen im Rahmen unserer Programme zu einer Anerkennung sind für eine Beförderung oder Auszeichnung. Mittlerweile berechtigt neue Mod aus der Liste 4C zu erhalten. Bitte beachten, diese Boni unterliegen den Abschnitt 13 dargelegten Einschränkungen und können nach Ermittlung zurückgezogen oder entfernt werden. Besonders im Rahmen der Disziplin. Oder Notfall, alles klar. Kein Passwort gefunden. Wir müssen doch eigentlich das Passwort von Alex Yu haben. Prismameister. Wieso haben wir jetzt da eine Trophäe erhalten? Gut, das werde ich mir dann später mal angucken. Was zu saufen und Kaviar. Optimierer verwandeln. Ein Teil von Köder auch mal wieder.
und Terraformen. Das hatten wir vorhin. Den Terraformer. Mal. Da können wir Wasser trinken. Aber gut, es läuft und läuft und läuft. Nix drin. In der Kiste auch nichts drin. Aber da. Jo. Wieder was zu futtern. Und der Kühlschrank. Zitronen, Torte. Und Pfiffstäbchen. Oh, lecker. Ich mag Pfiffstäbchen. Haha. So. Gut, hier haben wir jetzt kein Passwort. Merkwürdigerweise. Dann. Okay. Der hat nur Nachrichten. Ärger mit Ilchen. Hallo Alex. Ihre Cheftechnikerin hat gerade ein Helferlein zu uns heruntergeschickt, das hat bessere Türsensoren installieren sollte. Wir haben die Sensoren an uns genommen und die Technikerin weggeschickt. Hudson hat eins der Dinger zerlegt und etwas darin gefunden. Ein Abhörgerät. Was zur Hölle soll das? Vor kurzem hat die Versuch an Akten aus der Neuromod zu kommen, heranzukommen. Volontärakten, Alex. Ich kann den Ernst der Lage gar nicht genug betonen. Sie müssen ich ihn in den Griff kriegen, Hans. Sie haben es zu meiner Aufgabe ernannt, alle Bewohner der Station bei guter Gesundheit zu halten. Das hatten wir schon mit dem Privattermin. Überwachungsaufnahmen. Ich kann kein Bildmaterial darüber finden, wie schief morgens Quartier verlässt. Entweder ist es nicht vorhanden oder es wurde gelöscht. Bei der Befragung sagte morgen, das wäre eine technische Sache, die nicht in die Personalabteilung gehört. Wenn Sie mehr erfahren möchten, schlage ich vor, direkt mit morgen zu sprechen. Ich werde mich mit Chief in Verbindung setzen, wie angeordnet. Und in Sache Michael hat zugegeben, dass Besuch eine medizinische und gebeten, dieses misszuverstehen. Auf ihre Anordnung hin habe ich sie noch einmal daran erinnert, dass sie sich Erinnerung Beziehung zur Morgenjugend gebe. Ich betrachte die Sache als abgeschlossen und würde es vorziehen, wenn der die Anfragen in Zukunft unterbleiben. Gut. Alles klar. So. Ja. Wir haben jetzt das Zimmer hier gefunden, haben zwei Neuromods noch gefunden und ja, das war's, ne? Aber hier ist noch ein Zeichen. Warte mal. Ach ja, wir müssen genau den Flugkapsenschlüssel finden. Ja, wo ist er denn? Vielleicht im Bett und im Bett? Nö. Gibt doch bestimmt wieder irgendwo ein Geheimfach hier bei ihm, oder? Da im Buch ist ja auch nichts. Wo ist denn
Wo hat er den Schlüssel versteckt? Da nicht, da nicht, da nicht. Aktenschrank auch nicht. Und hier drin Dings. Augenschrank auch nicht. Ne, dahinter ist nix. Hier unten im Schrank ist nix. In der Kiste ist nix. Hier ist nix. Wo soll denn hier der Schlüssel sein? Seltsam. Ha! Da drunter. Fliehe von der Talos 1. Wie? Kann man hier von hier verlassen? Was? Das ist aber doch jetzt nicht hier das Ende, dass wir da einfach da abhauen können und dann auf Wiedersehen, Talos. Ich meine, hier oben ist doch die Hauptgeschichte. Seltsam. Wir haben doch noch hier einiges zu erledigen. Ich glaube nicht, dass wir einfach dann so abhauen können. So, gut, Freunde. Dann, ja, sehen wir uns auf der anderen Seite dieser Tür wieder. Ich sage erstmal danke fürs Gucken und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.